Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Lieber Stier, das ist die allgemeine Prognose für März 2021. Zwischen 1. und 3. des Monats hast du Venus, Sextil, Uranus. Ein Freund oder Bekannter aus der Vergangenheit wird sich wieder bei dir melden oder du wirst viel an jemanden denken, der eine besondere Art hat und nach mehr Abwechslung in seinem Leben sucht. Am 5. tritt Mars in Zwillinge ein. Bis 23. April musst du einiges wagen, um zu erlangen, was du dich so sehnlich wünschst. Diese Aussage gilt insbesondere bei finanziellen Angelegenheiten. Dazu muss ich sagen, Geldverluste können eintreten. Eine Zunahme an körperlicher Belastung ist zu erwarten. Du wirst in der Lage sein, Hervorragendes leisten zu können. Das ist das Positive aus diesem Aspekt vom Mars in Zwillinge. Und du solltest besonders geduldig und entschlossen in allen Lebenssituationen vorgehen. Wir haben dann am 5. des Monats Merkur Konjunktion Jupiter. Durch den vorhandenen Situationen und Umständen wird es dir gelingen, mein lieber Stier, eine klare Perspektive von deinen beruflichen und finanziellen Möglichkeiten und Grenzen zu haben. Ein wichtiges Gespräch oder ein Termin mit einer Autoritätsfigur oder einem Vorgesetzten ist möglich. Zwischen 6. und 11. März haben wir Neptun-Konjunktion Sonne. Deine Beziehungen zu jemandem sind mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. Es kann auch sein, dass du dich für eine Person mit viel Liebe eingesetzt hast, die sich nicht darüber im Klaren ist, was sie möchte. Wir haben zwischen 12. und 13. März einen süßen Mond, einen romantischen Mond im Sternzeichen Fische. Bis zum Monatsende könntest du den Wunsch haben, mehr Kontakt mit jemandem zu knüpfen, der in einem anderen Ort wohnt oder bereits vergeben ist. Möglich ist es auch, dass man toleranter und offener in Bezug auf neue Inhalte und Veränderungen sein wird oder sein sollte. Zwischen 14. und 16. März haben wir Sonne Sextil Pluto. Deine Beziehungen zu einer Person dürften sich intensivieren. Starke Emotionen können ausgelöst werden an diesen Tagen. Am 15. März tritt Merkur in Fische ein. Bis 4. April sind erfreuliche Neuigkeiten in Sicht. Dies gilt in allen Lebensbereichen, mein lieber Stier, aber vor allem in den Bereichen der Freunde, Arbeit und Gruppenaktivitäten im allgemeinen Sinne. Zwischen 17. und 19. haben wir einen harmonischen Venus-Pluto-Aspekt. Dein Wunsch nach Geborgenheit und Sicherheit könnte von einem alten Bekannten, Freund oder Partner gedeckt werden. In Sachen Liebe ergibt sich eine besonders positive Konstellation. Du hast dann zwischen 20. und 21. des Monats Sonne und Venus, beide in Widder, ja, im Sternzeichen Widder. Und das heißt, bis Mitte April solltest du mehr Aufmerksamkeit auf deine innere Quelle ausrichten, damit du dich körperlich und geistig regenerieren kannst. Überanstrengung würde ich dir nicht empfehlen, das würde dir nicht gut tun. Dieser Transit kann herausfordernd sein, wenn man gesundheitliche Beschwerden hat. Und wir haben dann zwischen 22. und 24. einen unharmonischen Merkur-Mars-Aspekt. Du oder jemand anderes kann an diesen Tagen sehr gereizt und überempfindlich reagieren. Gegebenenfalls sollen Beschimpfungen und Schutzzuweisungen unbedingt vermieden werden.
Es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen, damit deine Energiereserven nicht erschöpft und strapaziert sind. Wir haben zwischen 25. und 27. des Monats eine Konjunktion zwischen Sonne und Venus. Man dürfte sich was Schönes mit dieser Konstellation gönnen. Ein Treffen mit Kollegen, Freunden oder ein romantischer Abend sind begünstigt mit diesem Aspekt. Am 28. haben wir einen schönen Vollmond in Waage. Falls zutreffend, können in einer Beziehung ungelöste Probleme und unerwartete Hindernisse bis April wieder auftauchen, damit man erkennt, wo die Probleme sind und eventuell diese beseitigen kann. Die Heilung einer Beziehung ist erforderlich. Wir haben zwischen 29. und 21. einen netten Sextil zwischen Sonne und Saturn. Bestimmte Ängste oder ein Mangel an Selbstvertrauen können dich daran hindern, deine Meinung direkt zu äußern. Mein lieber Stier, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du eine konkrete Vorausschau brauchst, bin ich immer bereit, dich zu unterstützen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für März und falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt unseren Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.